Da ist er so gerade noch durchgewischt. Und jetzt geht es wieder um das Duell.
das war Glück, dass Hartmut Rinkling da nicht auf den Ball gekommen ist. Hartmut Rinkling legt ihn aufs Dach und da fahren sie ihm alle noch ein. Die Nerven liegen lang hier, liebe Zuschauer, und das kommt dabei rum. Vorne, aber weiterhin. Bernd Juris, und es ist nicht mehr lange zu fahren. Da ist schon mal Geld. Klar, da darf man nichts überholen. Da hat der Matthias Schöllschauer einen Fehler gemacht. Und das darf Thomas Homburg nicht ausnutzen. Genau, da hat er sich zurückfallen lassen, weil das nämlich unter Gelb gewesen wäre. So. Ich denke mal, wenn die Autos jetzt hier durchkommen, dann ist es die letzte Runde. Eine Runde noch für Bernd Juris, liebe Zuschauer. Jetzt fährt er sicherlich ganz nach innen. Jawohl, das war richtig. Und jetzt heißt natürlich nochmal Daumen drücken, denn er muss nochmal überrunden, der Bernd Juris. Mit diesem kleinen 1400er Corsa. Jetzt macht er das ganz clever. Oh, da kommt ihm noch jemand jetzt in die Quere. Höllstein direkt hinter. Jetzt heißt den kürzesten Weg zu finden. Hier geht es um Zentimeter. Da hätte er was noch aufs Dach geworfen. Und da ist der Sieg für Bernd Juris. Und ich sage mal, die ersten drei haben ein sensationelles Rennen hier hingelegt. Das ist Motorsport, das ist Racing, wie wir es haben wollen. Und danach wurden dann hier und da die guten Sitten auch mal vergessen. Frank Staude, Mensch, Sander.